Musste machen. Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege. Staffel 1, Folge 10, das erste klitzekleine Jubiläum. Jiha! Alles rund um den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt. Information 1, Information 2. Wenn ihr das jetzt gerade hört und vielleicht auch gerne mal direkt ins Gesicht angesprochen werden wolltet, also so mit Gucken als TV-Show, dann könnt ihr diese Show auch bei YouTube auf unserer Präsenz des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt sehen. Und Information Nummer 3, Soundcheck ist mir egal. Wichtig ist, dass man mich sieht. Das ist der Satz von Danny Piele, meinem kongenialen Partner, mir gegenüber sitzend. So sind wir hier reingestartet in diese Folge. Man könnte nur denken, ich habe narzisstische Züge. Dabei hast du so eine schöne Stimme. Danke, Stefan. Danke. Guten Danny, Morgen. Ich wünsche dir einen schönen Montagmorgen. Ein verregneter Montagmorgen, an dem wir das hier aufzeichnen. Und wir grüßen alle diejenigen, die jetzt schon während der Arbeit so tun, als ob sie selbige verrichten, aus dem Fenster gucken und ans Training heute Abend denken. An euch alle richtet sich dieser Podcast. Wird am besten, wenn ihr euch noch relativ viel hier meldet, gleich am Anfang. Eure Eintrittskarte rein zu Musste machen ist eine E-Mail. Musste machen, zusammengeschrieben, groß, klein, ganz egal. Musste machen at fsa-online.de. Wie war's Wochenende? Grundsätzlich erstmal ganz angenehm. Emotional gesehen auch so Fußballer-Variante für mich selber oder für uns nicht so erfolgreich. Aber da möchte ich eigentlich erst zu späterer Stunde drüber reden oder vielleicht auch gar nicht. Mega Cliffhanger. Du bist mehr und mehr Profi. Also ich kriege komplett nur Feedbacks von Leuten, die sich fragen, sag mal, mit dem Danny kommst du gut aus? Das ist das erste Frage. Kein Witz. Ja. Gestern erst hier. Sag mal, mit Danny Piele kommst du gut aus? Ich sag, wieso nicht? Also wir haben beide auch jetzt nicht gedacht, dass wir so gut funktionieren, aber es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Können wir jetzt mal Richard Sanderson einspielen? Dreams are mine. So sind wir in Zeitlupe auf Wirkung gequält aufeinander zugelaufen und seitdem funktioniert das hier. Und das Zweite ist, der macht das erstaunlich gut. Erstaunlich irritiert mich. Ja, wahrscheinlich, weil die Leute wirklich ob der Professionalität, wie dieser Podcast funktioniert, überrascht sind. Okay. Gut, dann lass uns doch professionell einfach mal aufs Wochenende gucken. Lärm, los, zieh durch. Hervorragend. Wir hatten einen Tag des Mädchenfußballs in einem sehr aufstrebenden Verein in Groß-Görschen. Mhm. Das waren wir letztes Jahr zur Sommertour. Tag des Mädchenfußballs können sich Vereine auf der Homepage des Verbandes bewerben, um die Förderung in dem Verein, was den Frauen- und Mädchenfußball angeht, weiter voranzutreiben. Ganz spannende Sache. Groß-Görschen, unter anderem zwei Herrenmannschaften, erste und zweite, als auch eine Frauenmannschaft und ein paar Jugendmannschaften. Haben gestern den Tag durchgeführt. Ich hoffe, der war erfolgreich, auch im Interesse des Vereins. Und wir hoffen, dass daraus resultierend sich weiterhin Mädchen und Frauen für den Fußball begeistern. Man zieht sowas durch, sagt uns Bescheid, kriegt ein bisschen Unterstützung von DFB-Fußballverband Sachsen-Anhalt. Korrekt. Und dann, wie man das dann wirklich ausgestaltet oder so, kann man auch bei uns mal nachfragen. Überhaupt gar kein Problem. Und wer vorhat, sowas mal auszurichten und vorher vielleicht auch ein bisschen Werbung darüber machen möchte, zieht durch. Plant einen Tag des Mädchenfußballs, holt euch die Unterstützung von DFB-Fußballverband Sachsen-Anhalt und lasst uns das Ding nochmal groß ankündigen, dann hier zum Beispiel bei Musste machen. Oder, kurze Sache, die mir einfiel, wir machen einfach eine Musste machen on Tour beim nächsten Tag des Mädchenfußballs. Dass wir von da live eine Live-Folge aufzeichnen, können wir auch machen, wenn ihr Bock habt. Das ist jetzt aber auch ein bisschen, jetzt muss man aufpassen, stell dir vor, dieser Vorschlag, so in den Raum gesprochen am Montagmorgen, sehr gut. Wenn sich jetzt keiner bewirbt, stehen wir richtig kacke dabei. Machen wir einfach on Tour und... Dann kommen wir einfach, das ist okay, wir kommen zum Tag des Mädchenfußballs und alle, nein! Also man muss ja tatsächlich sagen, Groß-Görschen, in dem Fall, glaube ich, der dritte Tag des Mädchenfußballs, den sie selber machen. Und generell die Nachfrage der Vereine ist da relativ gut und wir haben da wirklich auch Potenziale, die wir erkennen und die Nachfrage ist da tatsächlich doch da. Ey, geht raus, spielt mit euren Mädels Fußball und am besten auch mit der Familie. Und da geht es um Spaß und Spiel. Ich zitiere an dieser Stelle immer noch mal gern meine Tochter, der ich gezeigt habe, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie man einen Ball mit der Innenseite stoppt, die dann sagte, also wenn man die Trickse kennt, dann macht Fußball richtig Spaß. Den Ball mit der Innenseite stoppt? Ja, ich habe das jetzt so erklärt, dass das jeder versteht. Muss ich mal... Machst du es nur unter der Sohle? Bist du einer von diesen Schnicker-Typen, die nur... Ich spiele ein Kontaktspiel. Sag ich doch. Ja. Du stehst da, hältst die Wampe hin, einer ballert gegen, der Ball kullert übers Tor. Genau. Übers Tor? Über die Torlinie, über die Torlinie, über die Torauslinie. Okay. Mann, ist Montagmorgen. Mann, ist vollkommen in Ordnung. Wir hatten ein geiles Spiel, im Sinne von des Fußballsports, Landesklasse 6.
Brehner gegen Lettin. Sensation, ich habe den Post gesehen. 7-5 und die Chronologie dieses Spiels, also wäre es, glaube ich, noch länger gegangen, wenn ich mir das angucke, wäre es ein 7-7-9-9. Also du musst dir vorstellen, in den ersten 10 Minuten fallen 2 Tore für Brehner. Ja, ehemaliger HFC-Profi Sascha Pfeffer unter anderem als Torschütze. Der hat 2 Buden in dem Spiel gemacht. 2 Buden gemacht, ja. Genau. Dann das 2-2 in den nächsten folgenden 10 Minuten. Dann macht Brehner das 3-2 und 4-2 innerhalb von 3 Minuten. Was ist denn da los gewesen? Also Wahnsinn, dann 4-3, dann wieder 5-3. Und dann macht auf einmal Lettin auch innerhalb von 4 Minuten 2 Tore, 5-5. Und dann kam der Nackenschlag 83. und 90. zum 7-5. Also sensationelles Ergebnis für die Zuschauer. Ich gucke mal rasch, wie viele dabei waren. 60 Zuschauer hätten wahrscheinlich mehr verdient gehabt. Und vielleicht gehen bei den nächsten Spielen die Leute da mehr hin. Aber das ist ein Amateurfußballmatch, wie es unbedingt sein muss. Genau, und was man sagen muss, für Lettin natürlich aus Underdog-Sicht in meinen Augen, als Elfter der Tabelle beim Tabellenführer, wäre wahrscheinlich so ein 7-7 eine Sensation gewesen. Ja. Also ja. Geiles Spiel, absolute Werbung auch für den Landesfußball oder Fußball auf Landesebene, Landesklasse 6, können wir nur mal ein Auge drauf werfen. In meinen Augen lege ich mich fest, so wie bei Julian Nagelsmann und bei allen anderen Themen, Brehner in meinen Augen nicht mehr zu stoppen in dieser Liga. Ja, also wenn du so oft hinten liegst und dann so dann halt weiterspielst. Mit diesem Erfolg steigst du auf. Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Für diese Variante fällt mir dann ein, es wäre natürlich geil, wenn wir jetzt mit Sascha Pfeffer oder sowas heute Morgen hätten sprechen können. Also das Ding hat ja am Sonntag stattgefunden. Ja. Das ist dann durch die Shows. Wir beide haben es, glaube ich, gestern im Rahmen von ein paar Fußball-Postings oder Fußball.de Postings einfach gesehen. Und wisst ihr was? Wenn so ein Spiel bei euch stattfindet, dann habt doch vielleicht im Kopf, uns davon sofort zu berichten, eine Mail an mussemachen@fsa-online.de mit einer Telefonnummer von Sascha Pfeffer dann oder von einem Spiel. Ich meine, meistens sind die lustigsten Typen auch so die Mannschaftsbetreuer, die die flottesten Sprüche haben irgendwie, die alle Schichten müssen. Mit denen würde man doch jetzt gerne darüber sprechen oder sowas, ja. Dann könnten wir diese Sendung montags noch ein bisschen besser und lebendiger gestalten, weil wir haben natürlich keine Redaktion. Wir haben genau eine Redaktion, das bist du und das bin ich, das ist unser Pressesprecher Robert Kegler. Und dann sind wir darauf angewiesen, was ihr, also technische Abwicklung will ich nicht vergessen, sonst geht gleich die Kamera raus, Mikros auch raus. Haben wir auch noch jemanden, der sich darum kümmert, den guten alten Tom. Und wenn ihr seid quasi mit die Redakteurinnen und Redakteure, schickt uns dann solche Ereignisse. Ey, das kann alles sein. Wenn einer über Maulwurfshügel gestolpert ist, danach einen 2-fachen Salto hingelegt hat, den er nie wieder in seinem Leben schafft, gesund geblieben ist, dann meldet euch bei uns und dann können wir darüber reden. Ist eine Einladung, kam als Einladung jetzt rüber? 100%. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Das würde ich mir jetzt aus beruflicher Sicht... Das, ja, ich mache mir Gedanken. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Wie du auch berufliche Sicht. Ja. Weil wir, du meinst, weil wir am Anfang unsere sehr körperliche erste Begegnung so schön beschrieben haben, hast du jetzt darauf bestanden, dass es auf beruflicher Sicht. Sonst gebe ich immer 100%, wenn wir zusammen sind, oder, Danny? Ja. Lass uns mal in den Salzlandkreis gucken. Du lenkst ab, Schatz. Genau. Dort habe ich eine ganz spannende Personalie gesehen, beziehungsweise durch Robert zugespielt bekommen und als selber narzisstischer Torjäger. Das habe ich mir gedacht. Ich habe überlegt, ich habe die Mail ja auch bekommen von Robert und ich habe gedacht, redet er drüber oder redet er nicht, weil es geht um die Kreisliga, Salzlandkreis, du hast es schon gesagt und dann steht hier als Stichwort Torjäger Manuel Gohl. Und Variante 1 wäre, dass man einen Witz macht für Menschen, die sich für Musik interessieren, nicht vergessen mit Dave Grohl, dem Sänger der Foo Fighters und ehemaligen Schlagzeuger von Nirvana, der Todestag von Kurt Cobain hat sich kürzlich ja zum 30. Mal wiederholt. Das wäre die Musikvariante. Oder aber man nimmt die Danny Piele-Variante. Über den rede ich nicht. Es gibt keine Torjäger. Ich habe noch eine dritte. Du hast den Namen gerade so schön gesagt. Manuel Gohl. Ja. Für anglophile Menschen. Ja. Also wer des Englischen mächtig ist, Gohl. Also ich würde mir denn sowas aussehen, wenn ich er wäre. Bei mir ist Name Programm. Ja. Bei dir. Also, kurz umgesagt, in der Kreisliga Salzlandkreis. Also im Salzlandkreis, in der Kreisliga, hat er in 18 Spielen 37 Tore. Alter! Und ist gerade mal 18 Jahre alt. Oh! Also er ist noch ein sehr, sehr junger. Wenn ich jetzt im Salzlandkreis aktiv wäre als Vereinsfunktionär, würde ich schon sagen, Mensch, da ist ein kleines Talent. Vorzeitig verpflichten, langfristigen Vertrag abschließen. Beim SV Saxonia 1920 Gattersleben. Ah, okay. Und kommt auch aus der Jugend, hat dort A-Jugend gespielt. Letztes Jahr schon Kreisliga, hat er auch in 21 Spielen 19 Tore und das als A-Jugendspieler.
spannend. Im letzten Hast du 18 Spiele und 37 Tore gerade gesagt? Ja, das ist quasi eine 2-0er-Quote. Ich denke ja nur in Quoten. Ja, das ist eine 2-0er-Quote. Ich habe dich neulich ja mit dem Taschentuch irgendwie nach Hause bringen müssen, weil du in 2 Spielen mal nicht getroffen hattest. Das ist korrekt. Aber das hat sich geändert, reden wir aber später drüber. Ja, aber der wird doch dann in der nächsten Saison wahrscheinlich schon höherklassig spielen, oder nicht? Na, aus dem Amateurbereich Sicht würde ich sagen, er sollte schon noch 1-2 Jahre dort bleiben. Vielleicht echt? Für immer in Gattersleben. Kommt er aus dem Verein und hat da wahrscheinlich eine große Erfolge vor sich. Ich wäre gern mal Sprecher, Stadionsprecher bei Gattersleben. Weil das macht auch mega Laune, vor allem, weil du mindestens 2-mal pro Spiel machen kannst. Cool. Goal von Manuel Kohl. Oh, herrlich. Kannst du komplett eskalieren. Cool. Gratulation zu diesem Talent. Genau. Warte, was gibst du Manuel Kohl, wenn er das jetzt sieht? Wir werden ihn natürlich verlinken bei dieser Folge. Was gibst du ihm mit auf den Weg? Immer weiter. Diese Alter, immer weiter, immer weiter versuchen, diese Quote zu halten. Du bist so großartig. Hallo, hier ist Danny Piele, der Fußballweise. Einer, der in 18 Spielen 37 Tore macht. Da gibt's nur eins. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Immer Tore schießen. Das ist übrigens ein Zitat von einem Handballspieler. Ich weiß immer nicht, weiter. Das war Matze Musche. Achso, ich dachte, das war Oliver Kahn. Kind. Nee, Matze Musche. Nee. Ja, das hat er, glaube ich, auch gesagt. Immer weiter, das war immer Matze weiter. Musche. Ja. Was? Hat er das von Matze Musche? Der hat das von Matze Musche, definitiv. Ja. Okay, da war Matze Musche wahrscheinlich viel. Ich glaube auch, das mit den Eiern hat er von Matze Musche. 100%. Weil das ist das Magdeburger Original und Olli Kahn ist halt dieser Abgucker. Ja, okay. Schauen wir nochmal, ich habe noch 2. Ich habe Olli Kahn mal getroffen. Tatsächlich? Ja. Habe ich das jetzt, soll man das erzählen oder soll man das nicht erzählen? Ich weiß nicht, wie lange es geht. Geht kurz. Okay. Echo, größter Musikpreis, gibt's leider nicht mehr. Aber so war ich öfter zugegen, sowohl als Gast, der da war auf den Partys, beziehungsweise auch als Arbeiten auf dem roten Teppich und so. Aftershow-Party, ich treffe Olli Kahn und fand den schon, also ich meine, Olli Kahn ist der Titan und so weiter. Und jemand schubste mich hin und ich sagte, ey, du bist Olli Kahn, ich einmal Hand geben und er gibt mir die Hand. Also es war eine Aftershow-Party und es war die Zeit, wo Olli Kahn öfter mal in der Bildzeitung stand, weil er auch immer so auf so Partys war. Okay. Ja. Und er, du bist ein Musiker. Und ich hätte ihm lieben gerne erzählt. Nein, ich bin ein krasser Altherrenfußballer mit internationaler Karriere. Habe ich mich nicht getraut. Aber meine Hand ist ungefähr bis hier verschwunden in seiner Hand. Sagen. Und die hat er wahrscheinlich noch schön festgehalten. Na, richtig groß ist er nicht. Der ist breit und der sieht halt aufgrund seines kantigen Gesichts und so halt vorstellend. 1,85 Meter, 1,86 Meter. Also ist ja quasi halt nur ein, also 10, 5 Zentimeter größer als ich. Maximal. 50. Okay, spannend noch die Herren-Verbandsliga. Ja. Dort gab es am Wochenende, beziehungsweise am Freitag schon, eine Überraschung. Thalheim hat gegen Weißenfels gewonnen, 2-1. Ach Quatsch. Ja, ein ehemaliger Weißenfelser Spieler hat auch 2 Tore geschossen für Thalheim. Und dadurch konnte Zorber den Vorsprung wieder ausbauen. Hat 6-1 gegen Ilsenburg gewonnen. Zu Hause. Von daher ist Rennen um die Meisterschaft relativ ausgeglichen, beziehungsweise man hatte gedacht, jetzt Weißenfels kommt und Zorber konnte dem das Ruder wieder rumreißen und ist jetzt wieder vorne. Hatten wir nicht besprochen, dass Weißenfels sich relativ gut gegen den HFC verkauft hat in dem Pokalspiel? Nein. Okay. Das also, war Thale. Ach so, aber Weißenfels hat dann aber... Weißenfels spielt jetzt gegen Halberstadt im Halbfinale. Okay. Da denke ich, wird eine Überraschung drin sein, weil ich Weißenfels auch für... Auch trotz, obwohl man jetzt den Eindruck haben könnte, dass da so eine Niederlage passiert ist. Also ich habe mir die Tore tatsächlich auch angesehen. Ja, stimmt, ich du glaube, hast recht. Da kann mal passieren. Ein Ausrutscher. Montag, die Liga entscheidet sich, denke ich, erst Mitte Mai, weil da relativ viele Spiele während kurzer Zeit sind. Was mich gleich zum Übergang bringen lässt, wir hatten vom Verband aus, vom Spielausschuss, den Staffeltag der Verbandsliga, unter anderem in Neugattersleben. Da wurde auch über die neue Saison gesprochen, Staffeleinteilung, Beginn und so weiter. Konnten gute Kompromisse mit den Vereinen erzielt werden, aber ich denke, dazu wird an anderer Stelle informiert. Was in Ausblick auf die kommende Saison noch spannend ist, dass der VfL Halle 96 unter anderem ja auch Halbfinalist, am Wochenende 3-0 gewinnen konnte beim U23-Team des 1. FC Magdeburgs. Oh. Also da spielen quasi David gegen Goliath, wenn man es jetzt aus neutraler Sicht sehen möchte. Und innerhalb von 3 Minuten oder 4 Minuten sind da 2 Tore gefallen, in der 3. und 6. oder 3. und 8. Minute. Und ich glaube, die U23 des Fußballclubs läuft da aktuell so den Ansprüchen hinterher. Letzte Woche in Plauen verloren, jetzt... abgeschlagen auf Tabellenplatz 4 oder 5. Könnt ihr mir vorstellen, dass da die Stimmung am Montagmorgen nicht so gut ist.
Anders, das, was mit dem Trouble hat, im Nachwuchsleistungszentrum? Ich kann es nicht verifizieren, woran es liegt, möchte ich mir auch nicht anmaßen. Ist das noch Amateurfußball? Eigentlich schon? Ich denke intern wahrscheinlich nicht, weil man jetzt Ziel hat, also das Ziel hat hochzugehen. Ergebnistechnisch schon. Ergebnistechnisch ist es dann Amateurfußball, wenn du gegen den 5 Vorletzten der Liga verlierst. Ja, ja. Aber Gratulation, was ich damit sagen wollte, an VfL Halle, meinen Augen Überraschungssieg und Big Points im Zuge des Klassenerhalts, des Ziels und die Auswirkungen dann auf die Verbandsliga. Und Trainer beim VfL, Dieter Hausdorfer. Genau. Verbandssportlehrer. Verbandssportlehrer und bei uns im Verband verantwortlich für den B-Lizenz. Lehrgang, der vor kurzem gestartet ist. Und wenn ihr was darüber wissen wollt, guckt euch die vergangene Folge an. Es war 90 Minuten lang, genauso wie ein Fußballspiel, aber wahnsinnig viel gute Informationen rund um die Trainer- und Trainerinnenausbildung. Genau. Ich habe noch eine Nachfrage. Du hast gesagt bei Weißenfels, dass da ein ehemaliger Spieler von Weißenfels 2 Buden gemacht hat. Bei Thalheim. Bei Thalheim, genau. Sag ich ja, bei Thalheim spielt genau. Ehemaliger Weißen. Ja. Was hältst du davon, wenn man bei seinem Ex-Verein ein Tor macht, dann so demonstrativ so die Arme zu heben oder theatralisch traurig zu gucken und zu sagen, Entschuldigung und so. Was hältst du davon? Also erstmal sage ich, habe ich immer so gehandhabt, beim ersten Tor oder ersten Spiel des Vereins, also bei mir war das erste Tor immer gleichzeitig im ersten Spiel des beim neuen Verein, logisch. Das weiß ja auch jeder, da genau. Gibt es ja mittlerweile auch und Abhandlungen drüber. Machst du dir bei den Heimfans erstmal oder bei den Vereins Mitarbeitern oder Fans dann immer eine Freude, wenn du gleich das Wappen küsst. Ja, beim neuen Verein, erstes Spiel, erstes Tor, musst du das Wappen küssen. Das ist ganz normal. Ja. Hast du gleich ein Stein im Brett. Ja, drauf zeigen, vielleicht noch ein Foto machen mit der Presse. Das ist das Wichtigste. Und dann musst du natürlich auch gegen den Ex-Verein jubeln. Das gehört einfach dazu. Und wir sind im Amateursport. Da hat jeder ungefähr so 17 Vereine gehabt. Da durfte ich ja gar nicht mehr jubeln, wenn ich ein Tor schieße. Weißt du, was richtig bemerkenswert ist, dass ich nicht weiß, ob du das jetzt ironisch meinst? Nein, das meine ich nicht. Du meinst das wirklich ernst? Wirklich? Ja, du musst doch, wenn du das erste Tor für den Verein schießt, musst du doch zeigen, dass du angekommen bist. Du identifizierst dich komplett mit dem Logo. Ja? Das muss eins sein. Aber wenn du dann quasi, hat gerade dein Handy geklingelt? Nein. Alter, ey, weißt du? Du haust so einen Bolzen hier raus. Keiner weiß, ob du es ironisch meinst oder nicht. Und dann klingelt im Set live während der Aufnahme dein Handy. Oh, Alter. Nein, also tatsächlich bin ich immer der Freund gewesen zu jubeln. Also ich habe dagegen... Oder? Ja. Ich finde, das ist so wie so Mitleidskack. Ja. Das ist so, ich verstehe das nicht. Ich habe das neulich auch jetzt wieder im Fernsehen gesehen, aber wir reden ja über Amateurfußball. Und da finde ich es ja noch alberner irgendwie. Da sagt man, Digi klatscht ab und fertig ist die Laube. Also im Profibereich sage ich, man hat ja im Endeffekt, das ist ja eine respektvolle Geste, die man bringen möchte. Und die bringst du ja nicht dem Verein gegenüber, sondern eigentlich eher den Fans, die dich unterstützt haben. So im Amateurbereich hast du bei so einem Spiel maximal irgendwie 100 Zuschauer, von denen dich vielleicht irgendwie 60 gar nicht kennen. Ja, jubeln und... Es geht auch auf großer Ebene, und damit wir nicht über Profifußball reden, würde ich die Sportart kurz wechseln. Ich habe mich gestern was beobachtet, weiß ja Handball, bin Handball-Bundesliga. Gestern war Heinevetter zu Gast mal wieder mit Stuttgart. Und die Beziehung zwischen den Magdeburger Fans und Heinevetter, der hier eine relativ gute Zeit hatte, dann aber dann zu den Füchsen wechselt, ist gruselig und so weiter. Und der ist ja immer ausgebuht worden und es gab böse Sprüche und so weiter. Und wie gesagt, und dann haben die so freundlich, es war jetzt kein böses, sondern so ein niedliches Torwartfehler. Und Heinevetter hat sich dann umgedreht und hat so gewunken und die haben zurückgewunken und so. Ich finde, so kann man auch miteinander umgehen, wenn so ein Ex-Spieler bei einem Verein ist. Das war jetzt eine andere Sportart oder so. Und wie gesagt, beim Amateurfußball, ey, Baby, seid mal ein bisschen lässig oder was? Also... Es sei denn, es ist der beim ersten Spiel das Wappen geküsst hat. Das musst du einfach machen. Machst du das wirklich? Nein. Also vielleicht ein, zwei Mal passiert. Weil bei der Masse deiner Söldnervereine ist es ja... Es sind gar nicht so viele. Ich weiß, aber ich finde das Bild so schön. Es würde zu dem, was du ja manchmal vom Stapel lässt, so gut passen. Nein, wenn du ja so einen Wechsel machst, dann hast du ja eine gewisse Auffassung, was dich bei dem Verein erwartet oder was du von dem Verein erwartest. Und wenn du dann beim ersten Spiel gleich zeigst, dass du zu 100% zu diesem Verein stehst, indem du das Wappen küsst, ja, das ist doch, gibt dann nichts Schöneres. Das war übrigens, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich gestern wieder gefragt wurde, warum wir uns so gut verstehen und wie du wirklich bist und sonst irgendwas. Und dann hat aber auch einer noch gesagt, der zelebriert sich immer so, als wäre der so ein richtig guter Fußballer. Und dann habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich für dich Partei ergriffen habe. Und gesagt habe, ich glaube, der ist schon wirklich ein guter Fußballer. Irgendwie, na klar, seine Regionalliga-Auftritte. 1 und 2 Mal Halberstadt. War jetzt nicht so. Aber ansonsten macht er halt viele Tore und hat eine gute Quote. Und sagt ja auch, dass es meistens keine schönen Tore sind. So. Ich habe gestern für dich gekämpft. Wie so eine Löwenmutter. Danke. Ja.
Wie machen wir jetzt weiter? Wir waren so persönlich gerade. Gleich kommt schon wieder Richard Sanderson. mich hat noch ein tolles Bild erreicht heute Morgen und da bin ich echt stolz drauf, weil wir das Thema Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen noch nie so richtig besprochen haben. Und da hat mich heute Morgen ein Bild erreicht vom Spiel SV Seilerwiesen 2 gegen TuS Neustadt 2. Okay, na, Seilerwiesen haben wir jetzt schon sehr oft erwähnt, also wir sollen nicht in Verdacht geraten, dass genau. wir die da bevorzugen. Und bei TuS hast du ja deine Karriere begonnen, glaube ich. Genau, aber unabhängig davon haben wir heute Morgen das Bild bekommen von drei, in dem wir drei Schiedsrichtern. Und das Tolle an der Sache ist, dass der eine Schiedsrichter... Das haben die dir privat geschickt, das Bild? Das haben sie einer Kollegin von uns geschickt, Helena. Mhm. Und Helena hat das uns weitergesendet, beziehungsweise mir. Und da war halt sehr, sehr auffällig. Ich lese mal kurz vor. Ich habe es nicht auswendig auf dem parat. Bild ist, ich sehe von hier aus, das ist ein Zettel mit handschriftlichen Notizen. Genau. Der wurde mir heute Morgen zugespielt. Okay. Und da finde ich halt ganz spannend. Also pass auf. Der erste Schiedsrichter ist Oskar Lange vom SV Beindorf. Selbst Schiedsrichter seit 2015, 2001er Jahrgang. Das heißt 23 oder wird 23, super jung, sehr jung. Assistent Jonas Erxlebe vom BSV 79 Magdeburg, geboren 2007. Alter! Ja, Schiedsrichter seit 2021. Und pass auf, jetzt richtig, richtig klasse. Assistent Leo Vorreier vom MSV Börde, 14.07.2010. Und Schiedsrichter seit 2024. Und jetzt zeige ich dir dieses Bild. Und das sieht halt so toll aus, weil das der Nachwuchs der Schiedsrichter ist. Ach Gott. Und genau das dieser Weg sein muss, den ich da halt sehe. Ja, das vielleicht können wir das Bild einblenden. Müssen wir mal gucken, ob wir es einblenden können. Und für alle, die es jetzt nur hören und nicht bei YouTube gucken, grüner Rasen, zwei Schiedsrichter, in der Mitte steht der Hauptschiedsrichter, sieht aus wie ein standender Mann von 23 Jahren. Und dann auf der einen Seite steht ein sehr junger Schiedsrichter, der ihm nur noch bis zur Brust geht und dann einer, der ihm fast nur bis zur Hüfte geht. Also und cool. Das Feedback, was wir bekommen haben von diesem Spiel, war, dass sie das sehr, sehr souverän geleitet haben, beziehungsweise auch die Schiedsrichterassistentin dort sehr, sehr souverän waren. Und das freut mich halt, weil dieser Schiedsrichter-Nachwuchs, vor allem dieser junge Nachwuchs, elementar sind für den Spielbetrieb, egal ob auf Kreisebene als auch auf Landesebene. Also da nochmal großes Kompliment an die Vereine, die da junge Schiedsrichter immer mehr mit ausbilden und dafür sorgen, dass wir auch zukünftig genügend Schiedsrichter haben. Und jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein Spiel auf Kreisebene. Und das muss der Anspruch sein, dass wir auch auf Kreisebene, und das ist meine persönliche Einschätzung, auch immer drei Schiedsrichter haben, weil das einfach einen fairen Wettkampf mit sich. Und wenn da so ein super junger Schiedsrichter wie der da vom MSV Görde, der ja noch sehr, sehr jung ist und so klein auch noch aussieht, und wenn da so ein kleiner an der Linie steht, dann nimmt man den mit Absicht ernst und dann pfeift man den nicht an und dann pöbelt man da auch nicht, oder sondern lässt ihn seine Arbeit machen und sieht ihn als das, was ja Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind, Partner. In diesem Spiel, in dieser Verabredung. Zwei Mannschaften treffen sich zu einem Leistungsvergleich und Partner, die sehr wichtig sind, damit dieses Spiel ordentlich absolviert wird, sind die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ey, mega, super geil. Ich habe, da fällt mir ein, als Einladung ja auch, wir haben ja einen Schiedsrichterstammtisch, der sich, der Fan ist von unserem Podcast und noch zwei, drei andere, deshalb, ich will jetzt nicht alle nennen, das würde zu lang dauern und will auch niemanden vergessen. Wenn ihr Bock habt, hierher zu kommen, dann schickt uns doch noch mal eine Mail mit einer Kontaktadresse, das erleichtert es uns, euch einzuladen. Der Deal wäre dann wirklich an einem Donnerstag bei der Aufzeichnung, an einem Vormittag oder sowas mal hier zu sein. Vielleicht kann man auch was organisieren, dass man es mal Mittwochabend aufnimmt oder sowas. Also je schneller ihr Kontaktadresse schickt und wann ihr könnt, seid ihr eingeladen. Ihr müsst unbedingt mal so Schiedsrichter und gerade Leute, die so einen Schiedsrichter-Podcast auch parallel machen, einfach mal mit hierher einladen. Ja, also wäre super. Ich würde gerne wieder die Rolle des Spielers einnehmen. Ich hätte auch das den ein oder anderen Kommunikationsdrang im Spiel habe mit dem Wo wir ja dann jetzt beim Cliffhanger, jetzt biegen wir auf die Zielgerade dieser Folge ein, weil wir wollen ja nicht mehr so lang werden. Wir machen das jetzt so, ich frage dich Fragen, du wertest nicht und ich formuliere meine Gedanken dazu. Ich glaube, so kann man darüber sprechen, ohne dass du dich angreifbar machst. Also du hast Fußball gespielt am Wochenende. Die Ausgangssituation ist wie folgt, du bist mit Union Schönebeck komplett im Aufstiegsrennen mit dabei. Ihr wollt unbedingt eure Staffel, eure Liga gewinnen. Und ihr seid noch Tabellenführer? Ihr seid Tabellenführer. Ja. Ihr seid Tabellenführer, ihr hattet eine Mannschaft zu Gast, die jetzt nicht aus dem Mittelfeld der Tabelle ist? Eher so unteres Drittel, ja. Ja, und es steht 1:1 das Tor für Union Schönebeck. Hast du gemacht, Danny? Ja. War es ein hässliches Tor oder ein schönes Tor? Es war ein sehr hässliches Tor. Okay, ein wie üblich sehr hässliches Tor, steht 1:1. Wir befinden uns in der Nachspielzeit, wenn ich richtig verfolgt habe, 90+3. Der Schiedsrichter pfeift einen Elfmeter die für euch. Und dann ist was passiert?
Dann geht der Linienrichter zu seiner Position, wo er normalerweise hingeht, wenn es einen Elfmeter gibt. Das ist diese Ecke, an dem der 16er an der Grundauslinie beginnt. Das heißt, er hat signalisiert, auch er ist einverstanden. Er hat signalisiert, es gibt einen Elfmeter und der Schiedsrichter hat gesagt, auch Elfmeter, ist zum Torwart oder zu dem Spieler gegangen, ob er Behandlung braucht und es war eigentlich erledigt. Genau. Und was passierte dann? Dann ist der Schiedsrichter zum Schiedsrichterassistenten gegangen. Gab es irgendeinen Impuls oder wie lange war die Zeit dazwischen? Bestimmt 1 bis 2 Minuten. Also wirklich, der Spieler war auf dem Weg zum Elfmeter, der andere musste behandelt werden. Und du wolltest den nicht mal schießen? Doch, ich wollte. Du warst also hin? Nein, es gab aber, wir haben einen festen Schützen, der wurde aber gefoult. Der hat signalisiert, er will nicht schießen. Dann habe ich mich kurz ausgetauscht mit einem anderen und als Teamplayer fragt man danach, bist du sicher und so weiter, willst du wirklich schießen? Ich würde die Verantwortung übernehmen, aber er war sich sicher. Ich finde, die Situation allein ist ja auch schon wieder mal ein Podcast wert. Sag mal, bist du sicher? Ich stell mir das, wenn du mit deiner Attitüde auf einen Spieler, der den Ball schon in der Hand hat, irgendwie hingesagt, bist du sicher? Also, ich würde die Verantwortung übernehmen, du weißt immer chippen. Ist ein anderes Thema. Ja, okay. Auf jeden Fall, aus unerklärlichen Gründen geht der Schiedsrichter dann, in dieser besagten 94. Minute zum Linienrichter. Und, ich muss dazu sagen, also der Spieler wird gefoult und der Torwart kriegt dann den Ball in die Hand und hat den fest. So. Und dann gibt es ja 2 Varianten. Also anders gesagt, der Schiedsrichter entscheidet dann auf Elfmeter. Auf Elfmeter, geht raus dann nach kurzer Zeit und entscheidet dann auf Eckball. Das heißt, beide waren sich einig, dass es kein Foul war und geben aber einen Eckball. Und ich denke mir dann nur so aus, ja, genau. Also der Torwart hatte den Ball quasi dann in der Hand, hat den aber dem unserem Spieler gegeben. Das heißt, es gibt eigentlich 2 Varianten. Wenn ich mir in der 93. Minute sicher bin, dass es ein Elfmeter ist, dann pfeife ich den. Das ist ja faktisch. Aber der Schiedsrichter hatte den Elfmeter ja gegeben. Genau. Hatte er irgendwie Einfluss? Hat ihm irgendwer was zugerufen oder gab es Tumulte von der anderen Mannschaft oder irgendwas? Na, die andere Mannschaft war natürlich not amused, in der 93. Minute den Tabellenführer einen Elfmeter gegen sich zu bekommen. Die haben natürlich dann gesagt, Mensch, war nichts und so weiter. Wie es halt so üblich ist, das ist ganz normal. Das will ich auch nicht bewerten. Auch für den Schiedsrichter ist das nicht einfach. Aber wenn ich halt als Schiedsrichter in der 93. Minute einen Elfmeter gebe, dann muss ich mir zu 100% sicher sein. Zumal der Pfiff ist ja der Pfiff. Genau. Und dann war es dann halt faktisch so, dass die beiden sich beraten haben und dann es einen Eckball gab. Und zum einen ist es schwierig zu sagen, es ist kein Elfmeter, ich nehme den zurück im Amateurbereich, meine persönliche Meinung, und dann einen Eckball zu geben. Weil der Ball ja war ja faktisch nicht im Aus. Was eine komplette absurde Entscheidung ist, weil der Ball nicht im Aus war. Finde ich halt wichtig, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann ist das nicht schön in diesem Augenblick. Das kann ich aber vielleicht dann nachvollziehen, weil jemand irgendwie einen Impuls hatte, aber okay, aber dann keine Begründung zu finden. Also das wäre meine Frage jetzt gewesen. Ich wollte dich jetzt schon noch rausholen, damit du nicht zu sehr da jetzt emotional reineierst. Also es gab auch keine Kommunikation vom Schiedsrichter, dass der irgendwie gesagt hat, Begründung 1, Begründung 2 oder Pass mal auf oder ich war mir doch nicht sicher oder ich bin in meine Pfeife reingestolpert, ich wollte gar nicht pfeifen, irgendwie sowas, das gab's. Nein, also das nicht, das ist ja in dem Fall wahrscheinlich auch aus der Emotion heraus auch nachvollziehbar. Warte, hatte er ein Earpiece, hatte er einen Kopfhörer drin? Nein, Kölner Keller hat sich gemeldet? Und das ist ja diese Krux, die ich sage, ja, im Amateurbereich ist es halt schwierig, auch in der Kausalität, was danach passiert, ja, wir sind im Aufstiegsrennen und das ist ja ein massiver Eingriff in das Geschehen der Liga. So, und dann muss ich mir halt sicher sein, wenn ich einen Elfmeter pfeife in der 93., dass ein Elfmeter ist. Wenn er ihn nicht gepfiffen hätte, sage ich 50-50. Ich möchte dich bewahren vor der Formulierung, es ist ein massiver Eingriff in das Geschehen der Liga, weil der Pfiff ist ja erstmal der Pfiff und es ist eine eigenständige Situation, richtig, wo die beiden Dudes sich da selber erstmal einigen müssen. Die Auswirkung ist natürlich dann auf die Liga, aber ich bezweifle jetzt mal, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ich möchte jetzt massiv in die Liga oder sowas eingreifen. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine massive Unsicherheit gab. Wenn allerdings dieser Schiedsrichter am Ende doch zum Beispiel Verbindung zum Kölner Keller hat irgendwie und da was gehört hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er sich bei uns meldet und da musste machen @fsa-online.de, weil wir das gerne mal wissen, weil wir diese Verbindung zustande bekommt. Nicht, dass der FSA zum Beispiel noch eine Lizenz bezahlen muss oder so. Das wäre ja dann total gemein. Du merkst, ich versuche dich auf die humorvolle Ebene zu ziehen. Nein, ist gut. Ich kenne den Schiedsrichter schon sehr lange. Ich kenne ihn bestimmt jetzt 15 Jahre. Habt ihr hinterher gequatscht? Wir haben hinterher gequatscht. Wir haben ihm dann auch Bilder gezeigt von dem Foul. Es gab tatsächlich Bilder rein, die belegen können, dass es tatsächlich ein Foul war. Und im Endeffekt hat man sich danach dann ausgetauscht. Wir hatten auch schon Glück. Wir haben auch schon mal einen Elfmeter bekommen, der keiner war. Von daher ist das alles in Ordnung. Wichtig ist halt, dass man im Nachgang ist. Darauf will ich hinaus.
unabhängig der Situation, dass man im Nachgang darüber auf normaler Ebene hätte sprechen können. Und das haben wir getan. Und der Schiedsrichter hat auch, denke ich, dort erkannt, dass das nicht ganz die richtige Entscheidung war, den zurückzunehmen. Und das war für mich die Aussage, die wir haben wollten. Oder nicht haben wollten, sondern eher, dass man darüber spricht. Das macht ein gutes Gefühl. Genau. Nichtsdestotrotz sage ich, unabhängig jetzt, wer das gemacht hat, welcher Schiedsrichter, welcher Verein das betrifft, im Amateurbereich, in diesem Zusammenhang, in der 93. Minute, den Elfmeter, den man gibt. Und klar, wenn sich beide einig sind, dann wieder zurücknimmt, da möchte ich nicht in deren Haut stecken. Und das hat man auch gesehen, da waren die, sagen wir mal so, der Sauerstoff war knapp auf dem Platz. Dementsprechend gab es da auch vielleicht auch mal Situationen, in der nicht so schöne Worte gefallen sind. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay, ihr habt es nicht so hingekriegt, wie wir es uns eigentlich immer wünschen und sagen, bleibt mal ein bisschen entspannt oder sowas. Oder ist es im Rahmen geblieben? Okay. Ich denke, es war im Rahmen. Ja, ich denke, es war im Rahmen. Nichtsdestotrotz ist da aber auch halt wieder das, was ich immer sage, wie man halt miteinander spricht. Ja, ich sag mal, dann gab es halt den Fall, dass man während des Spiels ganz oft mit den Schiedsrichtern interagiert. Die beiden Trainer machen das gut, in dem Fall der Trainer aus Schönebeck als auch der vom SV Irksheim, Steppke. Das ist in Ordnung. Und wenn dann aber so eine Situation auftaucht und dann der Schiedsrichter auf einmal eine Kommunikation oder der Linienrichter nicht mehr darüber spricht, was er entschieden hat, dann ist das natürlich schwierig und das prallen halt zwei Fronten aufeinander. Der eine will eine Erklärung, der andere will sie nicht geben. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr schwierig. Ich denke, da würde Kommunikation helfen, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Und auch vor allem nach dem Spiel. Nach dem Spiel gibt es ja natürlich diese bekannten, ich gehe mal zum Schiedsrichter und frage, was er gesehen hat. Und ich denke, wenn man da halt offen über alles spricht und sagt, warum man das entschieden hat, dann macht ja keiner einen dafür einen Vorwurf, wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das aus dem und dem Grund entschieden, weil das meine Wahrnehmung war. Was willst du denn dann sagen als Spieler oder Trainer? Dann kannst du okay sagen, okay, dann war es halt nicht, dann war es halt nicht die richtige Wahrnehmung aus meiner Sicht und dann ist das erledigt. Aber halt, wenn du halt nichts sagst und stur darauf einfach wartest, dass der weggeht oder dem gar nicht die Aufmerksamkeit schenkst, ist halt schwierig. Ja. Und jetzt waren wir wirklich nur im Amateurbereich, außerhalb unseres Auftrags und so weiter. Nur mal so einen kleinen Einblick, was am Wochenende passiert ist. Ja. Man muss natürlich auch sagen, der Schiedsrichter steht da unter besonderer Beobachtung von beiden Seiten, inklusive Zuschauer und die beiden Mannschaften und Zuschauerinnen. Und dich fragt ja auch keiner, wenn, also es passiert dir nicht, neben einem anderen Spieler, dass man einen Ball verspringt. Es ist ja eine Fehlersportart. Genau. Und man ist ja dann erfolgreich, wenn man die Zahl der Fehler so weit wie möglich minimiert. Und auch ein Schiedsrichter hat ja mitunter mal einen Fehler und der muss sich dann gleich rechtfertigen. Und kein Spieler, der hinten den Ball irgendwie stockfehlermäßig mal abprallen lässt oder sowas oder einen Fehlpass macht, der wird ja auch nicht gleich, da wird ja nicht gefragt, warum hast du das jetzt? Genau. Warum hast du das jetzt gemacht? Oder wenn du frei aus 1,5 Meter und den noch über die Latte haust, wie bei Herrn Gomes oder sowas. Gibt zwar hinterher Witze, aber in der Situation wird er ja erstmal nicht in Ruhe lassen. Aber ich finde, das zeigt die Entwicklung im Schiedsrichterbereich, dass ich da persönlich schon feststelle, dass die Schiedsrichter da, gerade die jungen Schiedsrichter, die hochkommen, da kommunikativer sind. Also die versuchen das schon über diese Ebene zu regeln. Und ich denke, wenn das funktioniert, dann sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und im Endeffekt ist es relativ einfach, immer also auf den Schiedsrichter zu schieben. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an, wieder Spiele zu gewinnen. Und ich erinnere an Bilder vom Fußball aus den 70er oder 80er Jahren, wie Schiedsrichter da teilweise aussahen. Es gibt so dieses eine Bild für den Schiedsrichter, der offensichtlich aus einer Kneipe kam und dann ein Spiel irgendwie 10 Minuten zu früh abgepfiffen hat oder sowas, was da für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und in Sachen Kommunikation auf beiden Seiten, nicht nur auf Seiten des Schiedsrichters, auch bei den Spielern und Spielerinnen, ist das so. Das entwickelt sich alles. Wir sind da, glaube ich, auf dem Weg. Also nehmen wir mit, wir laden spätestens in der nächsten Woche einen Schiedsrichter mit ein. Bewerbt euch mal, ja, macht uns auch Vorschläge. Oder wenn ihr selbst jetzt Schiedsrichterin, Schiedsrichter seid, irgendwie bewerbt euch einfach. Schreibt an musstemachen@fsa-online.de, möglichst mit dem Kontakt gleich dabei. Und dann können wir das auf dem kurzen Wege klar machen irgendwie. Und dann denkt dran, wir haben ja auch noch den Auftrag auf die Ü32 der Damen, die am 16. Juni irgendwo spielen, eine NOFV-Meisterschaft, da wollen ein paar Frauen miteinander spielen. Diese haben das da angegangen. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Also wer Ü32 ist, Frauenfußball gespielt hat, aber auch gut ist, weil das sind richtige Raketen. Wenn das richtig, also Almut Schulz soll da, die wir ja auch einladen wollten. Ich dachte, sie hat zugesagt. Ja, sie hat zugesagt. Wir müssen jetzt nur gucken, wann das irgendwie funktioniert. Cool. Irgendwie. Die spielt da, glaube ich, auch mit. Ü32 Landesauswahl. Klickt euch mal durchs Netz, findet ihr in den Socials. Könnt ihr euch bei den Organisatorinnen melden und da einfach mitmachen. Musste machen. Montagmorgen musste machen. Musste machen. Musste machen. Musste machen. Musste machen. Musste machen.
Musst du machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.